Hallo, mein Name ist Frank Holzberg, bin seit 7 Jahren bei ZF tätig, habe hierbei begonnen, die Koordinationstätigkeiten für elektrische Antriebe, Software für Hybridanwendungen zu entwickeln. Mich begeistert, dass ich aktuell als Entwickler in der Rolle technischer Projektleiter innerhalb kürzester Zeit an hochintegrierten, technologisch komplexen Systemen der E-Mobilität arbeiten kann. Das kann nur im Team funktionieren. Da sind viele Experten gefordert, die auf unterschiedlichsten Bereichen ihr Know-how einbringen, aber auch das klare Verständnis vom Endkunden, was er dann letztendlich auf Ebene des Fahrzeuges möchte. Hallo, ich bin Morteza Djebeli-Sinaki. Ich bin seit circa 9 Jahren bei ZF. Ich arbeite als Software- und Funktionsentwickler im Bereich E-Mobility in einem jungen Team. Wir entwickeln Software für die Anwendungen vom Pedelec bis zum großen Nutzfahrzeuge. Wir arbeiten viel mit MATLAB Simulink, um die agile Softwareprozesse gerecht zu werden. Das Besondere an der Softwareentwicklung im Bereich E-Mobility ist, dass wir jeden Tag vor eine neue Herausforderung stehen und versuchen das immer mit neuen Verfahren, mit anderen Programmiersprachen, modellbasierend zu lösen. Das, was ich dann während des Studiums gelernt habe, kann ich sehr gut hier anwenden, mein Wissen vertiefen und entsprechend erweitern. Das, was mir sehr Spaß macht, ist, dass wir durch unsere Arbeit, durch Programmieren einfach ein Fahrzeug auf der Straße bewegen und das auch noch elektrisch. Das heißt emissionsfrei. Das begeistert mich jedes Mal, wenn ich weiß, das, was ich am PC mache, bringt ein Fahrzeug in Bewegung. Das sind auch die Momente, die uns dann auszeichnen und glücklich machen, wenn man im Team gemeinschaftlich das Produkt dann auf der Straße im Fahrzeug erleben kann. Und es ist einfach schön, an einem sinnhaften, innovativen Produkt zu arbeiten. Und wir haben die Gelegenheit, aktiv gestalterisch mitzuwirken. Und das ist einfach Begeisterung pur. Ich finde es toll, gemeinsam die Zukunft der E-Mobility aktiv zu gestalten.